Hallöchen, Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir, und zwar sind wir heute in Kuba gelandet, mal wieder, beziehungsweise endlich mal wieder. Und zwar haben wir hier die Partagas Petit Coronas Especiales, kostet 5 Euro, hat eine Länge von 13,21 cm, Durchmesser von 1,71 cm, was im Ringmaß von 43 entspricht. Ja, bietet eigentlich alles, was die kubanischen Zigarren so bietet, und soll aber auch so ein bisschen den Tick in die süße Richtung bzw. cremige Richtung schlagen. Das fand ich recht interessant. Deswegen, ja gut, sieht normal aus. Ist nicht das schönste Deckblatt, aber für 5 Euro ja, sieht ein bisschen robuster aus. Klassische Partagas Anilla. Und ja, machen wir mal den Kaltgeruchtest. Interessant. Puh, schlägt in die süße Richtung. Kräuter. Kräutertee. Natürlich ein bisschen strohig. Grasig. Ja. Blumig. Genau. Floral. Irgendwie sowas in die Richtung. Riecht fast so wie die Partagas Mille Fleurs. So, machen wir mal den Kaltzugtest dann auch. Bisschen schärfer, bisschen würziger. Ein Ziehen und so ein bisschen Pfeffer. So, dann machen wir sie doch mal gleich an und dann schauen wir mal weiter. So, dann machen wir sie doch mal an, würde ich sagen. Und machen den ersten Zug. Ja, ganz wenig Creme. Das kubanische Gewürz kommt auf jeden Fall durch. Holzig, erdig ein bisschen. Kräuter. Ja, das war's erstmal. Also sie weist schon eine gewisse Schärfe auf. Ja, also weißer Pfeffer irgendwie. Und schon recht holzig, tendiert schon in eine süße Richtung, aber ja, ansonsten noch das kubanische und diese leichten Röstaromen. Ich kann jetzt momentan nicht wirklich einen Unterschied zur Mille Fleurs ausmachen, höchstens, dass diese hier jetzt ein Tick schärfer ist. Ich weiß nicht, was mich stört. Das ist dasselbe wie der Partagas. Wie bei der Partagas Serie D Nummer 4. Irgendwie war sie nur holzig. Und dann am Schluss kamen halt wirklich die krassen erdigen Aromen. Jetzt auch, die ist halt recht scharf. Also die permanente Grundschärfe, aber halt nicht Pfeffer, sondern irgendwie einfach nur scharf und rauchig und holzig. Und trifft heute irgendwie nicht so meinen Geschmack. Tendiert zwar schon in eine etwas süßere Richtung, aber das ist eigentlich zu vernachlässigen. Creme, ja, die ersten 4 Minuten vielleicht. Jetzt schauen wir mal. Also die Schärfe ist jetzt zum Glück nahezu weg, hat sich neutralisiert. Jetzt geht es in Richtung Mille Fleurs. Kräuter, leicht süß. Und ja, mir ist schon bewusst, dass die kubanischen, vor allem kubanischen Zigarren von einer etwas längeren Lagerung oder deutlich längeren Lagerung sogar am meisten profitieren. Deswegen denke ich vielleicht, dass wenn man die einlagert ein Jahr oder so, dass dann die Schärfe auf jeden Fall weg ist. Sie war auf jeden Fall so die erste 20, 25 Minuten nicht ganz so fein. So, jetzt ging es jetzt zum 8. Mal aus, weil jetzt am Schluss noch schön die Erde hinzukam. So ein bisschen Kräuter, ein bisschen süß, ein bisschen was weiß ich. Hat mich heute nicht so angetan. Also es ist eine Mischung aus der
Hataka-Serie D Nummer 4 und der Millifleurs, aber nicht ganz so gut wie die Millifleurs, weil die hat mich ja sehr begeistert. 3,5 von 5. Bis zum nächsten Mal.